Zum einen sind ja nicht die Kirchen geschlossen worden, sondern es sind Gottesdienste verboten worden. Das heißt, die Kirche gibt es natürlich weiterhin und ganz viele Dinge, die kirchliches Leben ausmachen, passieren auch weiterhin. Nachbarschaftshilfe gibt es, es wird gepflegt, es werden Menschen besucht und es gibt eben auch ganz neue Formate, wie Leute da jetzt teilnehmen können. Wie sich Religion verändern wird, das kann man, glaube ich, noch gar nicht valide vorhersagen. Was sich aber durchaus verändern könnte, ist das religiöse Leben von Menschen. Also zum einen wird sich grundsätzlich die Haltung gegenüber einfachen Antworten verändern, weil eben in so einer Krise einfache Antworten und das Vertrauen in so eine gute Ordnung der Dinge Risse bekommt. Und einfache Sachen wie der liebe Gott wird das schon alles wieder hinbiegen, das wird wahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen. Zum Zweiten könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute, die bis jetzt so ein Dauerabo auf kirchliches Leben in der Gemeinde hatten, dass die plötzlich entdecken, was es noch so alles gibt. Die können jetzt ja weltweit irgendwo sich in Gottesdienste reinklicken. Und das könnte sein, dass das den religiösen Markt stärkt auf Dauer. Also dass aus Dauerabonnenten eher religiöse Selbstversorger werden. Und drittens könnte sich eben auch kirchlich etwas ändern, weil wir gerade sehr deutlich merken, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort die entscheidenden Personen sind. Ihr Elan, ihre Kreativität und ihre Ideen, die sind momentan entscheidend für das, was passiert. Die großen Kirchen als institutionelle Player, die beschränken sich ja gerade darauf, den Rahmen vorzugeben. Und diese Wichtigkeit der Leute vor Ort, das ist, glaube ich, was bleibend verändert sein wird. Ich fand es ja eine richtig witzige Reaktion, dass einzelne Bischöfe die Gläubigen von der Sonntagspflicht entbunden haben. Das ist deswegen lustig, weil ja schon seit 10 Jahren 90% der Kirchenmitglieder diese Sonntagspflicht nicht mehr einhalten oder sie möglicherweise gar nicht mehr kennen. Ob jetzt Digitalität die Antwort wird, das würde ich mal bezweifeln. Es ist zwar faszinierend, was momentan alles ausprobiert wird und wo Leute jetzt wirklich, auch wenn sie damit anfangen, schon sehr tolle Sachen ins Netz stellen. Gleichzeitig ist aber Digitalität, glaube ich, nicht so wichtig wie Konnektivität. Also die Frage der Seelsorge heißt ja, wie schaffen wir es, Nähe zu ermöglichen? Wie schaffen wir Beziehungen untereinander? Und das ist eben entscheidend. Dafür wird sicher auch die Technik eine Rolle spielen. Aber ob am Ende eine Predigt mich erreicht, entscheidet sich nicht so sehr am Medium als am Inhalt. Nein, Beten schützt nicht vor einer Ansteckung, Beten zaubert auch niemanden gesund, Beten schlichtet keinen Streit, Beten zahlt keine Rechnungen, Beten betreut keine Kinder. Was Beten aber kann, ist, dass es einen Raum schafft, in dem ich mit meinen Ängsten, mit meiner Verletzlichkeit, mit meiner Unsicherheit erst einmal da bin und sie aushalte, ohne gleich irgendeine fromme Lösung dafür zu finden. Beten kann auch eine Möglichkeit sein, dass ich eben ja nicht nur rede, sondern auch höre und deswegen auch die vielen Stimmen, die so um mich herum passieren, in meinem Kopf sortiert bekomme. Dass das Leben hier nur so ein müder Abklatsch von dem ist, was uns einst erwarten wird, das ist ja eine große Geschichte, die es in den Religionen, auch in der christlichen Religion, immer wieder gab. Trotzdem glaube ich, dass das schwierig ist, wenn wir das theologisch heute so sagen. Zum einen schlicht und einfach, weil wir gar nicht wissen, was nach dem Tod sein wird. Und zum zweiten hat so eine große Verheißung einfach die Gefahr in sich, dass sie zu einer billigen Vertröstung wird. Sie würde gar nicht wahrnehmen, dass das Leben, was wir jetzt ja auch haben, einmalig ist und unwiederbringlich. Es gibt also auch ein Leben vor dem Tod. Und die Rede vom ewigen Leben, die wir in der Theologie ja formulieren, die meint ja, dass es ein Leben ist, das mit der Geburt beginnt. Also auch das Leben jetzt gehört dazu. Und entsprechend könnte dann eben so eine Krise durchaus die Chance sein, nicht nur, wenn man die Zeit dazu hat, in der Krise den Keller auszuräumen und Bücher zu sortieren, sondern auch in seinem eigenen Leben zu sortieren, was man in dem denn eigentlich noch machen will. Das hoffe ich sehr. Ich bin selber sehr, sehr skeptisch gegenüber all jenen, die meinen, sie könnten mit Gott irgendwie so eine Krise erklären. Genau genommen gibt es, glaube ich, einen Gott gar nicht, den man erklären kann. Gerade angesichts des Leids müssen wir eher die Frage stellen, wie wir wieder verantwortet von einem solchen Gott reden können. Und es ist eher eine Phase, in der die Kirchen weniger lehren, auch die Theologie weniger lehrt, als vielmehr lernt. Und es lernt, dass eben es Fragen gibt, auf die wir keine Antwort bekommen werden.
Das macht ja genau das Geheimnis des Lebens aus. Und die Kunst des Lebens besteht darin, mit diesen unbeantworteten Fragen zu leben.